Hallöchen, liebe Zuschauer, zu Folge Nummer 219. Es beginnt direkt die Rückrunde in Leipzig, also ein Kracher zu Beginn. Die Mannschaft haben wir halbwegs wieder auf Spielpraxisniveau bekommen. Wir haben ja jetzt nicht gegen die ganz großen Vereine in den Testspielen gespielt, deswegen hat es ein bisschen länger gedauert. Sergio hat es leicht verletzt. Jetzt bei den 60ern. So dass er auch nicht ganz fit ist. Also werde ich ihn auch sicherlich nicht spielen lassen. Hallöchen, Trecki. Danke fürs Einschalten. So, Mattis, Ashraf, Emil. Genau, Kouassi tun wir mal auf die Bank für Jörg Giese erst einmal. Weil ich kann Jörg Giese ausleihen, oder? Das würde mehr Sinn machen. Jörg Giese ausleihen, hätte ich Bamba halt für ein halbes Jahr. Und dann gucken wir halt später, was wir so machen werden. Warte, Jörg, der ist schon ein guter. War ein guter Transfer von mir. So, Auswärtstaktik. Ah ja, stimmt, jetzt müssen wir auch anders aufstellen. Sandro zurück. Fußeln weiter vorne. Perfekt. Anso für Jaden lieber. Trecky, ja, meistens werden die nicht unzufrieden, einfach weil ich halt bei einem Verein spiele, der eine hohe Reputation haben. Oder es gibt immer die eine Antwortmöglichkeit, wenn die mit mir reden wollen. Der Einfluss von dir zur Mannschaft, also du hast einen zu hohen Einfluss in der Mannschaft und deswegen will ich es nicht abgeben. Das klappt zu über 90% eigentlich, dass sie danach immer sagen, ist okay. Dann sind die geschmeichelt und die Moral steigt sogar teilweise. Gut. Und diesmal nehme ich hier noch einen zurückgezogenen Spieler. Oder einen Box-to-Box-Spieler. So, let's go. Da bin ich mal gespannt. Da ich Kopfhörer an habe, weiß er sofort, die Musik, die kann aus. Sandro schön raus auf Ashraf, das wünsche ich mir eigentlich. Sandro von hinten mit den langen, guten Bällen. Erling Haaland, die erste Gelegenheit. Timo Werner wird geschickt. Und ist Diogo eventuell mit einem Konter. Fehler. Das hätte ins Auge gehen können. Spiele ich mit einem pressenden Stürmer? Ja, gut. So eine Chance, jeweils auf einer Seite, auf beiden Seiten. Die größere für die Leipziger. Oh, wir schaffen es jetzt sogar wirklich mehr Ballbesitz zu haben, krass. Aber hier eine Gelegenheit für die Leipziger. Ashraf, Erling. Schwer vom Ball zu trennen. Das meine ich. Es sieht immer so aus, als würde der Gegner den Ball schon haben, aber Erling bleibt dran. Schon durchgesetzt. Sieht einigermaßen okay aus. Bislang. Diogo ist mir zu lange nervös. Sandro, vielleicht nach einem Standard. Okay, die Ballbesitzzeiten, die werden langsam wieder pari pari.
Aschraf, wunderschön auf Jogo. Jetzt in die Mitte. Immerhin einen Eckball. Die Schalker, sehe ich gerade, haben wieder gewonnen. Unglaublich, wie gut die in Form sind. Ich glaube, ich nehme gleich Diogo auf jeden Fall raus und dann gebe ich Kouassi Bamba direkt die Chance, von Anfang an zu spielen. Wobei, er muss sich noch ein bisschen an die Position gewöhnen als rechter Mittelfeldspieler. Aber die Fähigkeiten dafür hat er ja locker. Jetzt Eckball RB. Und von Salvador. Ja, den kann ich mal behaupten. Ach. Alleine auf weiter Flur. Ich glaube, das sieht nicht so ganz gut aus. Gerade eine Idee. Moment. Vielleicht mache ich es auch so direkt 3 ZMs, aber jeder mit einer anderen Rolle. Komm, probieren wir es jetzt mal wirklich so aus. Würde mich mal interessieren. So ein kompaktes Mittelfeld mit den beiden da vorne. Die würden natürlich damit auch Erling besser unterstützen können. Bentancur, sehr schön. Und außer Distanz. Jetzt darf Kouassi für Diogo rein. Wunderknabe kommt rein. Und jetzt spielt er auch direkt natürlich auf einer Position, die er gut kann. Der gewohnt ist. Der liegt sehr schön. Fatih 1-0. Ich wollte ihn gerade auswechseln. Aber er macht das 1-0. Gut gesehen von Erling, wenn es so gewollt war, dann hat er heute mal wieder gezeigt, was für eine unfassbar gute Übersicht er hat. Er darf aber direkt raus, aber stattdessen kommt ein nicht viel schlechterer Spieler rein mit Schaden. So, und jetzt nur natürlich das Ergebnis mit nach Hause nehmen. Oder noch erhöhen und nicht direkt ein Gegentor kassieren. Ich dachte schon, jetzt kommt irgendwie so ein Pfiff. Vom Schiedsrichter, aber leider, beziehungsweise zum Glück. Ach, leider. Leider kein Gegentreffer. Jaden. Mit Köpfchen. Viel Platz für Novak. Vielleicht die Defensive im Büschel zurückziehen. So, für Eduardo. Na, Eduardo kommt für Sandro. Spielerrolle bleibt. Minuten noch, dann haben wir es. Dann haben wir den nächsten Auswärtssieg. Und dann auch noch in Leipzig. Das wäre sehr schön. Gut aufgepasst. Jörling, gut. Immerhin Abschluss und keine Aktion für den Gegner. Okay, also ist jetzt die Chance zur Entscheidung. Komm schon, Erling. Der Keeper war auch viel zu weit rechts, warum auch immer. Aber wir haben gewonnen. Sehr gut.
ein wichtiger Dreier direkt zu Beginn. Und Timo Werner ist nochmal mit einem guten Abschluss. Sehr, sehr schön. Und Erling am Ende mit einem Tor und einer Vorlage im Man of the Match. Musik kann wieder an. So, jetzt hat er 9 Tore, 2 Vorlagen. Leihangebote für Giese. Bremen nehme ich an, Gladbach lehne ich ab. Oh, interessant, dann wird Bremen, wenn es dabei bleibt, 2 sehr gute Spieler kriegen. Mit Dan und Jörg Giese würde der dem Verein bestimmt sehr gut verhelfen. Gut auswärts meistern, oder ich würde es zumindest versuchen in Zukunft. Mit dieser Systematik. Mal gucken, ob das jetzt nur Zufall war oder es dauerhaft ganz gut funktionieren könnte. Ich will mal hoffen, dass Frankfurt vielleicht ein paar Punkte liegen lässt. Ich glaube, der Couch ist gerade nicht im Chat. Und okay, leider nicht. Talismanio am Ende der Matchwinner. Es wird schwer. 37 Punkte nach 17 Spielen ist aber an sich ja eigentlich schon eine sehr gute Hinrunde. Hochgerechnet wären es 74 Punkte. Damit wird man häufig Meister. Hin und wieder zumindest. Aber Schalke natürlich mit 43 Punkten. Das ist schon sehr respektabel. Auch endlich ist Diogo nicht mehr unzufrieden. Er durfte die letzten Spiele immer durchspielen, oder zumindest von Anfang an. Und direkt nervt er nicht mal mit Unzufriedenheit. So, Ramiro Rolón Martínez. Interessanter Spieler, natürlich. Von einem so ein großer Mittelfeldspieler, das ist auch was Interessantes, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und Giese, das ging ja schnell. Dann hoffe ich mal, dass beide genügend Spielpraxis sammeln werden. Antonio Ferraz. Jetzt haben wir 6 Spieler ausgeliehen. Und bei den meisten erhoffe ich mir, dass die bleiben. Bei Fellenmeier, die ist mittlerweile auch Pfannewort. Und Fink, glaube ich, ist eher weniger. Aber mal gucken. Also gut, dann hat er direkt von Anfang an spielen dürfen. Und mit Bremen 2-0 gewinnen können, seinen Namen tun. So, wie machen wir es nun? Wollen wir viel ändern? Nee, aber ein bisschen können wir es trotzdem machen. Ach, das ist die falsche Systematik. Die benutze ich zu Hause. Sergio kann jetzt von Anfang an wieder reden. Ja doch, ein bisschen wechseln. Machen wir dann doch noch. Wie immer. Wie immer halt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, zu Hause nachlegen, denn nur dann bringt dieser Auswärtsdreier in Leipzig wirklich etwas. Schalke spielt jetzt auch in Leipzig. Erste gute Chance für die Werkself.
die sich mittlerweile ein bisschen hochgearbeitet hat. Mit dem einen Punkt jetzt werden die sogar 8er. Jadon Sancho nach 3 Minuten 1-0. Egal ob Anso, egal ob Jadon, die beiden wissen, wo das Tor ist. Und auch schön gesehen vom Portugiesen. Oh, der Luca, der macht das ganz gut. Jetzt nicht. Ich habe nichts gesagt. Ja, legen, sehr gut. Oh, schöner Schuss. Ah, gut. Ich wollte noch kurz nachprüfen, ob Sergio hier die richtige Spielerrolle hat. Aber ja, bei der Heimtaktik hatte die ja. Freistoß, Gomez. Schade. 1-1, sehr gut. Stielike wieder mit einem Tor. Also Erling muss sich auf jeden Fall strecken, um die Saison Torschützenkönig zu werden. Ich glaube, der war gerade nicht mal bei den Top 3. Das wird schwer. Und glaube auch nicht, dass er es schafft. Gut, Diogo. Erling. Aber kein Abseits, krass. Aber gerade auf jeden Fall eine sehr schöne Drehung von Diogo in den Strafraum. Das sah schon sehr fein aus. Die nächste extrem große Chance für uns. Eins Leipzig. Wir könnten auf 3 Punkte rankommen. Wir müssen heute auf jeden Fall den Sieg holen. Und jetzt fällt auch das 2-0. Der Trapp, der hat heute einen guten Tag. Das kann man auf jeden Fall sagen. Was ich sehe, gefällt mir. Gnabry. Mit einer guten Gelegenheit. Thiago Almada, den kennen wir. Den kennen wir. Ganz gut. Komm, jetzt ein 2-0. Okay, wird eher eine Chance für die Werkself. Staudigl, den haben wir gescoutet. Sehr gut von Eder. Gut rausgespielt. Gut nach vorne. Okay. Gibt doch was für uns. 2-0. Wieder super vorbereitet vom Erling. Das sieht immer sehr fein aus bei ihm. So. Immanuel für Erling. Und Eduardo für Sandro. Ein Doppelpack von Sancho gefällt mir.
Mama, komm. Leider den Zweikampf verloren. Aber nicht mit Inuado. Schön gespielt von Sergio. Und jetzt zeigt unser Neuzugang, was er drauf hat. An Schnelligkeit mangelt es ihm auf jeden Fall nicht. 17, Antrieb 14. Kann man noch ein bisschen verbessern, aber sieht schon ganz gut aus. Und er ist schon deutscher Nationalspieler. In dem Alter auch nicht verständlich, selbstverständlich in Deutschland. Drei Schalke, sehr gut. Wir kommen auf 3 Punkte ran. Wir haben gut Boden gut gemacht. So, der nächste Dreier. Nicht. So, meine lieben YouTube-Zuschauer, das war es dann von heute. Wir sehen uns morgen wieder dann. Ein Auswärtsspiel beim HSV und vielleicht in der zweiten Partie. Mal gucken. Also habt noch einen schönen Tag. Bis dann.